Schönen guten Morgen, wir haben Montag, den 11. Oktober. Wir sind wieder frisch bei. Wir haben gerade den Hexer repariert. Wir haben gestern Mittag aufgehört, weil gestern hatte ich ein Problem mit lautem Zischen. Ich bin rumgegangen, habe direkt als erstes den Turboschlauch geguckt. Saß drauf, alles gut. Bin dann weiter nach vorne gegangen. Und ja, der Zylinder am Einzug, der hatte augenscheinlich für mich ein bisschen gezischt, aber letztendlich habe ich herausgefunden, der zischt immer ein bisschen. Der hat einen gewollten Durchgang, hat mir das Schlosser gerade erklärt. Ja, und als ich dann das nochmal ausprobiert habe, das laute Zischen war da. Dann habe ich da einmal unten hingestellt, habe gesagt, kommt das von da? Ja, kommt von da ungefähr. Also es muss ja, haben wir uns dann gedacht, muss der Zylinder sein. Man muss aber auch sagen, es ist sehr, sehr schwer, etwas zu lokalisieren bei dieser enormen Lautstärke. Also dieses Zischen zum Beispiel, hat der Schlosser eben gesagt, das hört man eigentlich nur aus der Kabine richtig. So, wenn ich ja hier drinnen sitze, kann ich es ja nicht von außen lokalisieren, und ich habe mich drauf verlassen. Also, beziehungsweise, ja, so war das Ganze. So, wie gesagt, ich habe als erstes den Turboschlauch angeguckt und beide Schellen saßen akkurat drauf. So, er hat den Zylinder getauscht heute Morgen, er war um 6:30 hier, habe ich gesagt, du, Zischen ist immer noch da. Naja, ich habe nichts gehört, sagt er. Dann sag ich, komm mal in die Kabine, gezischt, ja. Ja, dann sind wir hinten hingegangen, er hat aufgemacht. Und da saß heute die Schelle schief. Also die Schelle war gebrochen vom Turboschlauch. Also im Prinzip ein Euro-Artikel oder 10 Euro, was dann den kostet. Und ich habe schnell einen aus der Nachbarwerkstatt geholt. Das ist ja tatsächlich, das ist ja so ein Turboschlauch, ne? Und die haben wir jetzt festgezogen. Die Originalschelle kommt morgen früh per Nachtexpress und wird dann wieder reingebaut. So ist das manchmal mal, Leute. Da ist man eigentlich schon, hat die richtige Idee. Also meine erste Idee war wirklich tatsächlich Turboschlauch. Das Problem ist, ich hätte sie an der Leistung merken müssen, aber es war genau bei so einer überfahrenen Feldüberfahrt. Also wir häckseln bis zum Weg, dann hebe ich das Schneidwerk kurz an, wir fahren 3 Meter rüber und wir häckseln weiter, weil so ein Querweg für ein Windrad durchgeht. So, und in dem Moment, wo ich halt den letzten Meter gehäckselt habe, habe das Schneidwerk angehoben, war so pff, zu hören. So, da habe ich erstmal gedacht, der erste Gang war, wir haben irgendwo einen Platten. Also irgendwo haben wir uns gerade was eingefahren, ne, alle Reifen prall. Dann haben wir uns ja im Prinzip nochmal versucht, sind da 1 Meter nochmal rein und dann kam es wieder, das laute Zischen. Also wenn die Last kommt, ne? So, und ich bin dann 1 Meter gefahren, und wenn du so ein lautes Zischen hast, dann fährst du auch nicht noch 100 Meter, um irgendwas zu lokalisieren. Du weißt ja nie, was ist. Genau. Und deswegen hatten wir im Prinzip den Moment der Volllast dann auch nicht mehr. Also, halten wir fest, war nur eine Schelle. Ich habe eine Fehldiagnose gestellt. Ist ein bisschen ärgerlich. Ich ärgere mich des Todes, weil die Schelle hätten wir gestern auch fix holen können, raufziehen können, und innerhalb von einer Dreiviertelstunde wären wir wieder gefahren. Ich meine, so hatte ich einen Sonntagnachmittag frei, was auch mal ganz gut tat, ne? Weil, ja, also 12 Stunden jeden Tag, und damit ist es ja nicht getan. Also du fährst morgens eine halbe Stunde früher hin, und ich sag mal, wenn wir bis 19 Uhr häckseln, bin ich um 7:30 auf dem Hof, und wenn ich dann getankt habe, Maschine fertig, ist so 8:45. Also 7:45. Oh, da stehen so ein Blitzen, du. Fährt Lisa schon? Lisa ist schon unterwegs. Ach, Lisa kommt von oben. So, ich habe kurz telefoniert. Das ist das Nette, wenn man das mit der Uhr hat. Da hast du auch eine Freisprecheinrichtung. Du musst bloß ein bisschen dicht dran halten. Dann kannst du das auch vernünftig hören. So, ich weiß gar nicht mehr, was ich euch erzählen wollte. Mit dem Zischen, dann haben wir alles zu Ende gefahren. Genau, heute Morgen nieselt es ein bisschen mit den Arbeitszeiten. Hannes, jetzt ist es wieder, die Arbeitszeiten, genau. Also damit ist es ja nicht getan, bis du dann alles fertig hast. Und naja, dann hatten wir letztens abends noch Biogas, ja, dann bist du halt 21 Uhr zu Hause. Und genau, wir haben am Biogas, ist eine Wasserpumpe vom einen BHKW kaputt, am V sitzt sie. Also V vom Motor, das ist ein V-Motor, ist ein V10. Oder V8? War mal 4 Köpfe hatte drauf. Ja, V8 ist es. Und ja, das kommt morgen früh per Nachtexpress. Also ich hätte jetzt auch nach Norderstedt fahren können auf den Sonntag, mir das holen. Heute früh Detlef das einbauen lassen. Das kommt morgen früh per Nachtexpress. Dann fährt Fanny für Detlef den letzten Tag. Und dann baut Detlef das ein und um. Klar haben wir jetzt ein bisschen Ausfallzeit. Also ein Motor läuft bei der Biogas noch. Einer steht zwangsläufig.
Aber also man muss sich nicht heiß des Todes machen. Genau, so wie gestern Mittag auch. Also wir haben dann festgestellt, gut, wenn der Schlosser gekommen wäre, ich hätte gegen 14 Uhr das Teil da gehabt, dann hätten wir es diagnostiziert wie jetzt auch, dann wären wir 15 Uhr wieder gefahren. Aber mit wie viel Sinn, wenn wir um 16 Uhr doch eh Feierabend machen? Also wir machen sonntags 16 Uhr Feierabend. Wenn wir nicht beim Kunden sind, machen wir das und haben das immer so gemacht. Wenn ich jetzt am Weizen drillen bin oder so, ziehe ich durch bis abends. Klar. Aber so als Team und als Gemeinschaft ist das ganz cool, weil du hast trotzdem nochmal einen Nachmittag zu Hause. Jeder kann nochmal auf der Couch ein bisschen eine Stunde überdösen. Und das füllt den Akku ganz gut auf. Und da kommen wir eigentlich zum Thema, was ich auch mal unbedingt ansprechen wollte, die Arbeitszeiten. Mir schreiben so viele Häckselketten und ich sehe es tatsächlich hier auch in der Nähe. Da wird von 6 bis 22 Uhr gehäckselt. Nicht in Schicht, sondern mit einfacher Besetzung. Das sind 16 Stunden Arbeitszeit. Was ich mich zum einen frage, arbeitsschutzrechtlich, also nicht Arbeitsschutz, sondern das gibt ein Arbeitsschutzgesetz. Und da drin ist geregelt, wie viel man arbeiten darf. Das sind maximal 12 Stunden. Und der Punkt ist einfach so, so eine Leute werden teilweise, oder die Fahrer werden teilweise verbrannt dadurch. Und dann sind sie nach 2-3 Jahren im Geschäft und sagen, nee, ich höre auf mit der Landwirtschaft, das ist mir zu hart. Und dadurch wird der Personalmangel verstärkt. Und liebe Geschäftsführer, tut mir mal einen Gefallen und fahrt mal einfach eine Maissaison durch, am Stück, 6 bis 22 Uhr, ihr als Fahrer mit. Ich glaube, 95% lassen es dann sein, lassen es bei 12 Stunden Arbeitszeit und die 5%, die vielleicht durchziehen, Respekt. Respekt. Aber dann ist es noch was anderes. Also ganz oft habe ich das Gefühl, der Punkt, wenn die Geschäftsführer selber mitfahren würden, würden sie vieles ganz lockerer und auch ein bisschen anders sehen. Das fehlt den Leuten, glaube ich, heutzutage. Liebe Geschäftsführer, ich mache das auch, nur weil ich jung bin, ich mache das trotzdem auch lang genug, um das einzuschätzen und setzt euch mal einfach ans Steuer für 12 Stunden. Ich mache das auch, ich manage nebenbei auch alles. Klar, irgendwann ist es nicht mehr möglich, wenn man 30, 40 Mitarbeiter hat oder so, aber trotzdem, lasst die Kirche im Dorf. Das wollte ich auch unbedingt nochmal dazu sagen. Wir schreiben so viele Leute, die teilweise auch bis 24 Uhr häckseln und dann 4 Stunden schlafen. Und also man fragt sich eigentlich, ne, ich spreche das jetzt nicht aus, aber ich muss das auch nochmal so sagen. Weil letztendlich fördert das natürlich die Problematik, die wir haben mit Leuten, mit Personalmangel in dieser Branche. Die Leute werden verheizt, sie haben die Schnauze voll. Und sie gehen in eine andere Branche. Ich kenne genug Leute, die das auch so gemacht haben, weil die sagen, ja, Geld verdienen schön und gut, aber wenn du nie zu Hause bist und nie deine Familie siehst, irgendwann hat das Ganze dann auch ein Limit. Jo, das wollte ich unbedingt nochmal ansprechen. Das lag mir richtig auf der Seele, weil teilweise, wir fahren von 7 bis 7 und sonntags bis 16 Uhr. Und ich in dem Stream vielleicht angesprochen, ihr macht jetzt schon Schluss? Sag mal, arbeitet ihr auch mal richtig? Dann muss ich mir einfach denken, sag mal, Leute, hört ihr euch überhaupt einfach mal richtig zu? Es gibt Arbeitsschutzgesetze, daran hat man sich zu halten. Auch wenn man Mitarbeiter hat. Und ich möchte meine Mitarbeiter gerne eigentlich so lange haben, bis sie in Rente gehen. Also, versteht ihr? Ich will nicht alle 3-4 Jahre irgendwelche Leute durchtauschen, weil die irgendwann zu mir sagen, Hannes, Geld verdient schön und gut, aber das ist mir einfach zu anstrengend. Dann hatte ich früher gehabt, Leute. Wir haben früher auch ein bisschen härter gearbeitet. Ich meine, ich arbeite immer mit. Wir haben auch ein bisschen härter früher gearbeitet. Aber irgendwann muss man einfach auch die Kirche im Dorf lassen und sagen, wie viel ist das eigentlich wert, wenn du nur versuchst, Aufträge anzunehmen, damit die Technik ausgelastet ist, aber alles auf Lasten deiner Fahrer. Das ist mein Ansichtspunkt. Kann jeder selber für sich beurteilen. Ich habe aber meine Schlüsse daraus gezogen und sage, wir machen ein bisschen entspannter. Klar, mit gewissem Zeitdruck machen wir es trotzdem. 12 Stunden am Tag sind auch nicht wenig, aber wir lassen die Kirche im Dorf. Gut, so wie zum Punkt. Weiterer Werdegang. Wir haben heute Montag, ne? Morgen, also wir müssten morgen Abend fertig sein mit Häckseln. Sollten wir es nicht sein, muss Detlef noch einen halben, dreiviertel Tag für mich fahren. Mittwoch ist Gerstedrillen angesagt mit der Kleden und einem Axion 69 TT. Da habe ich jetzt den Termin für die Einweisung, da habe ich alles organisiert. Das muss stattfinden, unbedingt. Der Punkt ist einfach, viele sagen, oder einige haben in den Kommentaren geschrieben, mit der Technik ausprobieren. Ich benutze meine eigene Technik ja kaum noch. Ich muss auch sagen, ich glaube, das täuscht ein bisschen. Weil der Punkt ist einfach, wenn du so einen ganzen Tag damit Videos drehst und erklärst, dann machst du vielleicht so 10 Hektar.
Also bestes Beispiel, die Prisea. Prisea haben wir 8 Hektar gemacht am ganzen Tag. Weil du immer wieder Aufnahmen machst, dann machst du was auf und zeigst. Primera waren es letztendlich 25 Hektar mit einer Maschine, die sicherlich Potenzial hat, von 60 Hektar plus zu fahren am Tag, ne? In unseren Breiten. Weil du einfach, das kostet alle Zeit, die Videoaufnahmen. Und der Punkt ist einfach, ich habe bei Klaas gefragt, beziehungsweise ich habe meinen Landtechnikhändler gefragt, ob ich einen Axion Terratrack, beziehungsweise der Terratrack war schon lange geplant, aber jetzt haben wir halt gesagt, jetzt würde er gut passen, damit mein 8R und die Tiger Drill parallel drillen können, damit wir wirklich Fläche schaffen. So, ich muss eventuell nämlich sogar teilweise einen Fahrer von mir, setzt ihn da drauf, damit ich Zeit habe, Aufnahmen zu machen. Der Punkt ist wirklich, also man braucht ewig lange, um Aufnahmen zu machen. Und das glaubt ihr kaum, wenn ihr nachher eine 2-Minuten-Sequenz habt von schön geschnittenen Bildern hintereinander, dann sitzen wir da teilweise 2-3 Stunden mit den Aufnahmen dran. Also das wird oft unterschätzt. Also alleine mein Beitrag beim Nordmagazin, der war irgendwie 3 Minuten oder so und wir haben 8 Stunden gefilmt. Bestes Beispiel. Also je besser im Prinzip die Aufnahmen werden, desto mehr haben wir eigentlich nur Aufnahmen gemacht und uns nur darauf konzentriert. Bei der Dings war es auch so, bei der Novak. Also Novak hat 15 Hektar am ganzen Tag gedrillt mit einem 6 Meter Gerät, weil wir ewig lange Aufnahmen gemacht haben. Das einfach nur mal euch zu erzählen, wie ihr das einschätzen könnt, ne? Also wie viel wir tatsächlich Fläche damit machen. Und dann ist auch so der Punkt, ich habe wirklich Gefallen dran gefunden, Maschinen zu zeigen und vorzustellen. Das ist etwas, was mir auf YouTube immer gefehlt hat. Ich wollte immer, wenn ich eine neue Maschine oder ich fand etwas interessant, wollte ich es mir immer angucken. Aber teilweise findest du nichts davon. Erst vielleicht findest du was von irgendwelchen Agrarfilmern. Das sind teilweise ganz schöne Aufnahmen, aber da sind die Schnitte teilweise so schnell hintereinander folgend, dass du eigentlich gar nicht richtig gucken kannst, wie arbeitet dieses Gerät. Das ist einer der Punkte. Und dann ist es so, du kannst bei Herstellern dir irgendwelche Aufnahmen gucken, aber bei wie vielen Herstellern sind das wirklich gute Aufnahmen, wo wirklich die Maschine erklärt wird? Das ist bei den ganz großen namhaften Herstellern. Und gucken wir mal ein bisschen abseits von dem Ganzen, wo wirklich so ein bisschen die Nischenprodukte gezeigt werden, die ich ja teilweise auch gerne fahre und gut finde. Vollmer, jetzt zum Beispiel Clayden, dann die Primera. Gut, Michael hat sie aber zeitgleich gemacht, ne? Die Primera, also diese ganzen Randprodukte, muss ich sagen, finde ich teilweise sehr, sehr wenig zu. Und ich mache es im Prinzip so, also ich mache die Videos so, wie ich sie gerne gesehen hätte. Versteht ihr? Also ich mache jetzt hauptsächlich nicht ein Video, weil ich irgendwie da Einnahmen mit generieren möchte oder so, sondern ich möchte wirklich das zeigen, wie die Maschine arbeitet. Damit vielleicht andere Praktiker sehen, ach ja, guck mal, so funktioniert das Ganze. Also das fehlt mir einfach und das versuche ich eigentlich auch so ein bisschen nachzuholen. Und deswegen bin ich auch recht engagiert, immer wieder andere Modelle zu suchen und zu finden. Jo, moin Matthias. Hallo, wie geht's? Seid ihr unterwegs? Ja, ich fahre gerade in Dahlen schon rein. Also ihr könnt euch auf den Weg machen. Alles klar, bis gleich. Genau, also ich versuche im Prinzip auch Technik vorzustellen. Natürlich immer mit dem Interessenpunkt mein Landwirtschaftsbetrieb. Ich werde euch keinen Flug vorstellen. Das wird nicht passieren. Zumindest nicht in den nächsten Jahren. Sofern ich immer noch ohne arbeiten kann, arbeite ich ohne Flug. Aber das ist im Prinzip der Punkt. Ich versuche das zu zeigen, so wie ich es gerne sehen möchte. Langsame Bilder, also klar auch mal schnelle Bilder, damit es ein bisschen cinematisch wirkt. Aber in den Drohnenaufnahmen schon schön langsame Bilder, damit man das Gerät richtig arbeiten sieht. Und dann möchte ich natürlich das vollumfänglich gestalten. Also dass man in der AKF auch letztendlich nachher die Arbeit dazu sieht. Also wie hat das Gerät funktioniert, wie sieht der Feldaufgang aus zum Beispiel. Das ist mir wirklich wichtig. Also ihr sollt verstehen, warum ich das eigentlich so mache und warum ich dieses Jahr zum Beispiel so viel Technik vorgestellt habe. Nächstes Jahr auch gerne auch wieder so viel, weil ich einfach das für andere Landwirte zeigen möchte. Und ich habe inzwischen die Möglichkeit, das zu zeigen. Also ich sag mal, die Technik, die ich dieses Jahr auf dem Hof hatte, das wäre im Leben nicht möglich gewesen. Ich kriege vielleicht einen Vorführer oder so im Jahr und da muss ich auch schon 20 Mal betteln, weil ich in meinen Breiten einfach nicht groß genug bin.
Also da gibt es andere Betriebe hier, die haben 4.000, 5.000 Hektar, die kriegen ständig alles hingestellt, was es so gibt. Ne? Ist klar, weil sie einen sehr großen Umsatz machen bei den Landtechnikherstellern. Aber ich musste mich schon hart verbiegen, um mal irgendwas gerne zu sehen. So, und das ist der Punkt, YouTube ermöglicht mir das, Dinge zu sehen, die ich vielleicht auch mal gerne gesehen hätte und die ich mir auch gerne mal angeguckt hätte, auf meinen eigenen Betrieb, unter meinen eigenen Bedingungen, mit meinen eigenen Maschinen. Das ist immer noch mal was anderes. Ja, und wie gesagt, das möchte ich letztendlich einen ganz großen Kreis der Community ermöglichen. Ich weiß, dass auch viele mit einem anderen Betrieb gucken und sich viele für diese Dinge interessieren, die ich auch mache. Und deshalb, ja, vielen, vielen Dank erstmal dafür. Wir haben ein bisschen länger gequatscht, aber ich glaube, ich finde es immer ganz gut, dass ich das Ganze so ein bisschen näher bringe. Da oben stehen schon die ersten Ballen. Heute ein bisschen diesig, ein bisschen neblig, aber es soll ab 8 Uhr aufklaren und Sonne scheinen. Ich glaube, wir haben jetzt einen halben Millimeter Regen gekriegt oder einen Millimeter Regen, aber alles nicht weltbewegend. Gut, Leute, bis nachher gleich. So, was natürlich ärgerlich ist, wenn man vergisst, sein GPS morgens anzumachen, dann muss man die ersten Bahnen ein bisschen alleine lenken. Aber naja. Ja, GPS-System ist noch nicht bereit, weiß ich. Ich wollte ja bloß den CMOS Auto Performance aktivieren. Also das ist so ein bisschen... Ja, ich hab's vergessen. Aber da komme ich zum nächsten Thema. Und zwar das GPS-Signal. Ich habe ja... Also ein kostenpflichtiges Signal hier drauf, SatCore 15 heißt das eigentlich, plus minus 15 cm. Und ich muss eigentlich anmerken, dass das schlecht ist. Also das muss ich wirklich kritisieren, weil es hat die mega große Satellitendrift. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was eine Drift ist. Die Drift ist im Prinzip, wenn du eine gewisse Zeit nicht auf der Linie gefahren bist. Sagen wir mal, ich fahre jetzt hier genau auf dem Punkt, ist meine Linie gerade. Und wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde, eine Stunde später wieder herkommen, dann erwartet man ja, dass man genau dieselbe Spur wieder fährt, die man fahren möchte. Aber die Satellitendrift führt dazu, dass die Spur sich nach rechts und nach links verschiebt. Dafür gibt es ja einen Referenzpunkt. Zum Beispiel beim RTK-System hat es ja einen Referenzpunkt. Und mit diesem Referenzpunkt wird sozusagen die Drift ausgeglichen und gesagt, nein, hier ist die Spur. Weil wir haben ja den Punkt, einen fixen Punkt auf der Erde, woran wir uns fixieren können. Und da muss ich einfach sagen, die Drift ist teilweise so doll, wenn du ein Ende von 2 Kilometer hast, kann das sich schon ein bisschen verschieben. Also ich habe jetzt eine Überlappung von 25 cm eingestellt, obwohl das Signal 15 cm eigentlich hergeben muss. Und da muss ich sagen, ist John Deere's SF1 Signal, das kostenlose, besser. Weil es ist kostenlos, es ist aber plus minus 10 cm und es hat fast keine Drift. Also ich merke es ja hier, wenn ich aus einer Mittagspause komme und will wieder losfahren, dann musste ich letztens um 1,50 Meter meine Linie korrigieren. Ich muss sie ja wieder versetzen. Und beim SF1 hast du das vielleicht um 10 cm versetzt. Allerhöchstens, wenn eigentlich bist du nur direkt wieder losgefahren. Und SF1 ist im Prinzip so gut, dass ich da ein Jahr mit gedrillt habe und mit Mais gelegt habe, weil es wirklich gut ist, weil es eigentlich ein sehr, sehr genaues Signal ist. Und das fehlt mir wirklich hier. Also das erwarte ich auch von einem Signal, was Geld kostet, das muss genau sein. Zumindest diese plus minus 5 cm einigermaßen gut einhalten. Wir streiten uns jetzt ja nicht, dass diese 15 cm oder so Überlappung hast. Die sind ja absolut in Ordnung. Das Problem ist einfach diese große Satellitendrift. Dass du einfach Linie hast, die sich richtig krass verschiebt. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal anschneide und schneide einmal in der Mitte an, dann würde ich erwarten, dass ich am Ende auch hinkomme und genau eine Spur mit hochnehme. Der Fakt ist aber, dass ich meistens eine Reihe stehen lasse oder im optimalen Fall vielleicht eine Reihe zu wenig weghexe. Aber die eine Reihe, die stehen bleibt, die macht natürlich richtig Mühe. Das ist einfach der Punkt. Nächstes Jahr muss ich mal gucken, vielleicht upgrade ich das ganze System auf ein besseres Signal. Also es kommt für mich jetzt nicht in Frage, einen John Deere Pilz hier raufzubauen, weil ich dann auch noch den John Deere Bildschirm brauche und den habe ich nicht mehr. Also ich habe ja mein John Deere System von Krone verkauft. An sich, das System von Klaas ist Bombe. Der lenkt gut, der hat ein sehr, sehr gutes Einlenkverhalten.
Also der schwenkt nicht großartig rum, sondern er fährt wirklich schön die Spur ran und lässt keine Ecken oder so stehen. Er braucht aber ein vernünftiges Signal. Ohne das geht's nicht. Und das System ist eigentlich, hier dieses S7-Terminal sieht zwar ein bisschen veraltet aus, muss man sagen, ist aber auch gut. Also es kann all das, was es können soll. Mal ein bisschen rausfahren, jetzt müssen wir die Linie korrigieren. Also im Prinzip gehe ich hier hin auf Spuranpassung. Wenn ich es ein bisschen rausschieben will, sag einrasten, Spur speichern. Und dann kann ich, fahre ich jetzt sozusagen die angenommene Spur. Im Prinzip muss ich halt händisch die Linie versetzen, um diese Drift auszugleichen. Ansonsten, bis jetzt habe ich mit diesem Häcksler 25.000 Tonnen gehäckselt. Ich denke, ich komme mit Gras und Mais ungefähr auf 40.000 Tonnen dieses Jahr. Also ich habe ja noch ein bisschen was vor mir. 50 Hektar sind jetzt bei mir noch zu häckseln und 200 Hektar auf dem Betrieb, wo ich häckseln fahre. Und dann haben wir noch den letzten Grasschnitt, was denke ich mal auch um die 2.000 Tonnen sein wird. Wo ich die nachher hinpacke, das wird natürlich eine Kunst für sich. Ich glaube, irgendwie in eine Ecke, auf eine Ecke raufschieben vom Mais-Silo. Irgendwie muss es so funktionieren. Erdsilo ist da keine Alternative. Ich kann euch mal umdrehen. Könnt ihr mal ein bisschen mehr sehen, ne? Müsst ihr mich nicht die ganze Zeit angucken. Viele fragen auch, warum wir nicht mit fliegenden Wechsel arbeiten. Ich komme teilweise auch oft in den Kommentaren. Ich sage euch ganz einfach, es ist ackerbaulich schlecht. Der Punkt ist, ich mache ja relativ minimale Bodenbearbeitung. So, und wenn wir da überschwenken, dann haben wir ja den Teil, der gegen den Hänger fliegt, im Prinzip als Wurst zu liegen, was so aber diesen Häcksler wohl 20, 30 Kilo sind, 40 Kilo an Mais, der da auf dem Boden liegt. Und wenn wir da überschwenken, liegt der da so relativ zentral, zentriert da. Ich habe über die Jahre festgestellt, genau an diesen Punkten hat man schlechten Feldaufgang, weil im Prinzip beim Grubber schwimmt dieses Material so ein bisschen weiter oben. Und wenn man natürlich in den Bereich vielleicht Direktsaat, Stripfelsaat gehen will, ist das auch alles nicht förderlich. Zudem habe ich auch festgestellt, dass der Wildschaden auch genau in diesen Spuren sind. Also ich denke, es werden sich halt Käfer, Würmer anreichern in dieser Spur, in diesem fallengelassenen Material. Und da wühlen die Schweine drin umher. Also wenn man so ein bisschen beobachtet, wo entsteht Wildschaden, dann ist es meistens immer da, wo Substrat verschüttet wurde. Oder wo halt Material umgefahren wurde, wo die Kolben am Boden liegen. Natürlich ist es so, dass auch so Material am Boden landet, versehentlich, nicht gewollt. Aber letztendlich ist das ja der Teil, der nicht vermeidbar ist. So, und dieser Teil mit dem Überschwenken, das ist halt vermeidbar. Fahr weiter rüber, Matthias. So, wir haben hier ein Stück, das ist im Prinzip ein gigantischer Keil. Also ein Keil ist im Prinzip ein dreieckiges Stück. Das heißt, wir haben jetzt hier ein dreieckiges Stück und auf der anderen Seite ist eine Hecke, da haben wir die Parallele dazu. Das heißt, am Ende fahren wir genau parallel an der Hecke hoch.
ansonsten haben wir hier einen schönen Kolbenanteil. Das sieht wirklich gut aus. Wir haben hier aber auch einen guten Boden, muss man sagen. Der gibt einiges her. Das ist mit mein bester Boden. Wir ernten hier bis jetzt, glaube ich, knapp unter 60 Tonnen auf dem Hektar. Also ich habe es noch nicht korrigiert ausgerechnet. Da ist mal Frischmasse und Frischmasse sind wir so bei 36 TS. Nach der Ernte werde ich euch den Ertrag etwas korrigiert sagen, also auf 32% Trockensubstanz umgerechnet. Das ist so ein bisschen das Mittel, worüber man sich so verständigt. Man klammert sozusagen den Wasseranteil gewissermaßen aus oder ein. Das ist ja entscheidend, ob die Gesamtmasse 70% Wasser enthält oder nur 60%. Also auf der Waage ist das ein deutlicher Unterschied. So, und hier haben wir so einen Querweg vom Windrad drin. Da fahren wir einfach gerade rüber. Und das Windrad wird nachher ein bisschen freigehäckselt. Dann spart man sich auf jeden Fall Wendezeiten. Die Windräder stehen natürlich mitten im Acker. Ich partizipiere nicht davon, ist auch oft die Frage. Ich habe weder ein Windrad noch eine Solaranlage. Leider, muss man sagen, leider. Dann wird immer wieder die Frage gestellt, machst du noch Let's Drives? Ich habe zwei aufgenommen. Ich bin qualitativ noch nicht mit denen zufrieden. Ich habe zwei vom Anhäckseln aufgenommen. Fakt ist aber, man sieht auf der Kamera einfach nicht, wenn ich nach hinten gucke, dass ich zum Hänger gucke. Und das regt mich ein bisschen auf. Ich werde heute... Nee, heute kann ich nicht. Also ich habe meine GoPro, aber das Wichtige ist die Halterung für den Kopf oder den Kopfgurt. Den habe ich Sebastian gegeben, der wird euch eins am Silo aufnehmen. Also ihr kriegt dann auch ein Let's Drive vom Silo bauen, was glaube ich viele sehr, sehr interessant und geil finden. Und ich werde die nächsten zwei, drei Tage ein, zwei Let's Drives einfach nur aufnehmen, weil ja, der Bedarf ist einfach da. Und ich wollte für euch noch ein How-to-Drive Jaguar aufnehmen, damit ihr seht, oder damit ihr mal seht, was muss man eigentlich machen, um Jaguar zu fahren, wie bewege ich so ein Ding vor, welche Knöpfe muss ich drücken. Das werde ich euch auch noch für euch aufnehmen. Und welche Ideen habt ihr noch? Also schreibt das gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ich noch Mais häcksel, wenn das Video raus ist und ihr die Kommentare schreiben könnt, wollt. Ansonsten würde ich fast sagen, wir machen heute schon wieder Schluss, wir haben viel gequatscht. Ist das heute mal wahrscheinlich eine kleine Dienstagsfolge oder so geworden. Drohne werde ich erstmal nicht rausholen. Ist immer noch am Nieseln. Und wenn, glaube ich, versuche ich das in die nächste Folge zu packen. Alles klar, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr wisst erstmal den aktuellen Stand der Dinge. Wir häckseln weiter. Wir haben noch 50 Hektar. Ich habe heute 8 Transporter. Genau, Detlef hat auch noch den Fendt repariert. Unser 826 AdBlue-Düse verstopft und eine AdBlue-Leitung war kaputt. Ja, hat Detlef alles wieder gangbar gemacht. AdBlue-Düse hat er rausgebaut, gängig gemacht und eine neue AdBlue-Leitung hat er auch verlegt. Das war ein bisschen kniffliger, sagt er, weil die war tatsächlich ein bisschen verlegter verbaut. Ansonsten, Leute, bis zum nächsten Mal und lasst mir auch gerne mal ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Würde mich super freuen. Bis dann. Ciao.